Was bisher geschah in Gothic 2 die Nacht des Raben? Aber jetzt geht's los. Atras beginnt. Macht uns das Auge innoch heile, bitte. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wer es letztes Mal mitgekriegt hat, in der Feuermagier-Folge haben wir jetzt mal wieder eine neue Umstellung zu Beginn des Videos. Und jetzt starte ich sozusagen direkt ins Video und starte eben eine kleine Zusammenfassung vor das Video rein. Und ja, meine Freunde, also, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, haben mit dem guten Biff geredet. Ich glaube, haben wir doch schon mit den anderen geredet. Ich glaube schon, ja. Wir haben mit denen schon geredet. Es wird gerade wieder dunkel. Das ist relativ doof gerade, aber das können wir noch gegensteuern, indem wir jetzt eben eine Fackel anmachen, wenn ich jetzt mal wüsste, wo der Fackel wäre. Man darf nicht alles glauben, was man hört. Ah, da sind die Fackeln. So, herrlich. Gut, meine Freunde, also, ja. Wir haben den Biff angeheuert. Und, so wie das aussieht, ist uns... haben wir keine Waffe angelegt, richtig? Wenn wir nicht gekommen wären, richtig, also die Klaubilias einmal anlegen. Aber wir gehen immer auf den Meisterdegen, weil ich ja eine ganz blöde Vermutung habe bei dem noch, ne? Wisst ihr ja. Gut, was ich letztes Mal vergessen habe, ich bedanke mich für die 100 Abonnenten. Hey du, Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. Das hat er wirklich nicht verdient. Danke, dass du mich unterbrochen hast. Ich wollte nur mal mich bedanken für die 100 Abonnenten. Ich freue mich sehr darüber, über diesen Meilenstein. Und ich hoffe, es kommen noch mehr dazu. Und ich hoffe, es gefallen euch weiterhin meine Videos. Und natürlich hoffe ich, dass wir noch sehr viel Zeit miteinander verbringen können und dass wir dann die Geschichte des namenlosen Heldens noch sehr, sehr, sehr lange und weit hinaus in die Welt tragen können. So, gut. Nicht mehr, was ich glauben soll. Ja, bist du der Anführer? Sehe ich so aus? Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtour, die uns rumkommandieren. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Hm. Weiß ich nicht so. Kannst du mir aber irgendwas was sagen, was ich nicht weiß? Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst. Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. Mhm. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ihr wollt also Drachen töten. Klugscheißer, weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? So etwas braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Verstehe. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erstmal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Meine Meinung will ja keiner hören. Wie wollt ihr an den Orks vorbei? Wie wollt ihr an den Orks vorbei? Über solche Kleinigkeiten machen wir uns später Sorgen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Das hätte er auch selbst wissen können. Wäre interessant, dabei zuzusehen. Aber ich muss weiter.
Sieh zu, dass du wieder über den Pass kommst, sonst fehlt dir nachher noch eins deiner Gliedmaßen. Wo hast du das denn schon wieder her? Das meinst aber auch nur du. Oh, guck mal. Ich könnte dir Sachen erzählen. Ja, dann speichern wir doch einmal, das ist sehr schön. Biff kommt schon hinterher? Ja, Biff kommt hinterher, das ist sehr schön. Ja, also wir werden uns jetzt hier mal ein bisschen, ja, wir werden uns jetzt erstmal Richtung Burg begeben, damit wir überhaupt erstmal, ja, wie sollen wir sagen, erstmal in Ruhe uns hier bewegen können. Oder erstmal aus der Dunkelheit kommen. Das ist jetzt so mal eben das, was ich haben will. Wir nehmen den sicheren Weg. Es ist dunkel, ich weiß. So, ich mache aber wieder die Packe an. Keine Sorge. Keine Sorge, das machen wir schon. Hallo? Bin ich jetzt blind? Wo sind die Packe jetzt schon wieder hin? Quarkfell. Ist doof. Wir hatten noch gerade Fackeln. Fackeln, wo bist du? Hier sind keine Fackeln, das weiß ich. Jetzt so blind? Bin schon wieder blind. Bin schon wieder. Sieh den Wald vor lauter Bäume wieder nicht. Okay. Okay, da haben wir eine Fackel, aber wir haben noch ein paar Lederbeutel, die wir einmal öffnen können. So. Jetzt aber. Gut. Gut, Bip ist noch da. Frag mich nicht, warum die Fackeln gerade vom ganzen Tag ganz da unten im Inventar gewandert sind. Das wüsste ich jetzt auch gerne. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Ja, wir können uns jetzt in die Burg teleportieren, aber das bringt uns ja nichts. Wir haben ja einen guten Biff dabei. Ach, weißt du was, Biff? Ich denke, ab hier... Wie du meinst. Ich kann mir... Ja, du, geh du mal wieder dahin, wo du hingehörst. Ich nehme meinen Teleportstein in die Dings rein. Zur Burg. Teleport zur Burg. Die Fackel würde ich aber gerne behalten, danke. So. Wir haben nicht genug Mana. Das ist doch wieder nervig. So. Eben ein Stückchen trinken, damit wir jetzt in die Burg kommen. Wir brauchen nämlich 10 Mana dafür. Ehrlich, so. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich habe da meine eigene Meinung. So, es ist dunkel. Ich muss erstmal eine Runde schlafen, bevor ich hier überhaupt was machen kann. Meine Meinung will ja keiner hören. Hier muss doch irgendwo ein Bettchen sein. Ist der da, nicht drauf gekommen. Da sind Drachenjäger. Keine Ahnung, was sie in der Burg machen. Ist mir auch egal. Das ist eine schlimme Sache. Das höre ich zum ersten Mal. Bett. Eben eine Runde schlafen. Bis zum nächsten. Warum bin ich ja jetzt schon wieder verflucht? Warum? Warum? Ich hab nichts gemacht. Was soll das, blöde Spiel? Ich sag ja, seitdem ich Mod habe, macht das Spiel nicht mehr das, was es soll. So. Autosave. So. Ich könnte dir Sachen erzählen. Biff! Ich denke, wie du meinst. So. Das kann meine Meinung will ja keiner hören. Ja, wir haben noch Geschicklichkeitstränke, aber die nehmen wir erst später. Das hat er wirklich nicht verdient. Obwohl wir hier auch schon einiges haben, ne?
Einhand kann. Irgendwann muss das ja so kommen. Magie. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Oh, Schatz, okay. So, wir machen jetzt erstmal Teleport zur Burg. Genau, das wollten wir sowieso gerade machen. Oder haben wir gerade eben auch schon gemacht. So. Damit wir jetzt... Ich bin ganz deiner Meinung. So, eben eine Runde nächtigen. Jetzt hier ruhig Fackel aufstellen können, ne? Ich frage mich echt, warum die nicht brennen. So. Seht ihr das? Warum geht er da nicht mehr mit um? Das hat aber ja nichts mit Autosave zu tun. Das habe ich ja sonst alles auch sonst immer an. Was gibt's ja jetzt nicht? Das hat dich doch sonst auch nicht gestört. Das hat dich doch sonst auch nicht gestört. Machen wir das mal wieder aus. Vielleicht hat es damit ja zu tun. Aber eigentlich ist das relativ... Eigentlich ist das ja scheißegal. Ich könnte dir Sachen erzählen. So. Brauch dich nicht mehr, Biff. Genau. So. Trinken. So. Ich fühle mich der Erlös. Das ist schön. So, Teleport zur Burg. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So. Da der gute Milton ja kein Bett drin hatte, oder drin hat, habe ich wenigstens nicht gesehen, dass das ein, also eins hat. Deswegen, hat mich ja jetzt erlöst. Und ich bitte euch, wie, du schläfst jetzt nicht. Wir speichern jetzt nochmal selber. So, einfach mal hier über die 7. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Für Innos! Ja, danke, für Innos. Ich bin ein Ritter, genauso wie du. So, jetzt können wir auch mal mit den Leuten hier reden. Meine Meinung will ja keiner hören. So. Ja, als Drachenjäger sind wir ja mit Biff hier durchgegangen, da haben wir eigentlich... Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Was ist passiert? Die Drachenjäger machen sich hier in der Burg bereit und prahlen damit, das Drachenproblem lösen zu können. Aber ich sag dir was, die töten noch nicht mal einen alten, kranken Snapper, so wie die aussehen. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Wart ihr hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Sengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und kam seither nicht wieder. Innos, steh uns bei. Das war doch klar. Ich bin der Größte. Du bist in Ordnung. Also, wenn du was lernen willst, dann helfe ich dir. Ich will von dir lernen. Okay, schieß los. Ach so, Armbrust, ja, okay. Oh, ne. Wir haben 3 Lernpunkte, okay. Hey, du. Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sage ich dir. Mhm. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Welches Pack? Dieses Lumpengesindel von Drachenjägern natürlich. Was hast du denn gedacht, wovon ich rede? Aufpassen musst du, sag ich dir. Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben ja 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Ja, was wurde dir denn gestohlen? Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Okay. Dann werden wir doch mal mit den Leuten hier reden. Hallo, Tandor. Ich weiß langsam
Ah, zeig mir deine Waren, nee. Da, so, hallihallo, Rethorn. Was machst du hier? Ich bereite mich auf einen Kampf vor. Was sonst? Ich hätte das anders gemacht. Gegen wen willst du kämpfen? Ich dachte mir, ich schau mal bei den Paladinen vorbei und trete ihnen in ihre fetten Ärsche. Idiot, gegen die Drachen natürlich. Was hast du denn gedacht? Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Blödsinn. Die haben ganz andere Probleme. Die meisten sind froh, dass sie noch leben. Mit der Moral der Jungs steht es nicht zum Besten. Das wird noch ihr Untergang sein. Ich meine, schau dir doch mal die schattigen Klingen an, mit denen sie in die Schlacht ziehen wollen. Jeder vernünftige Krieger würde dadurch sofort desertieren. Na gut. Wirklich nicht verdient. Von mir erfährt keiner was. Das höre ich zum ersten Mal. Hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Nein. Ist das wirklich wahr? Bevor ich losziehe, werde ich erst meine Waffen auf Vordermann bringen. Ärger kann ich nicht gebrauchen. Glaubst du wirklich daran? Hast du die von deiner Gruppe getrennt? Meine Gruppe? Ich habe keine Gruppe. Ich bin Trophäensammler. Wenn ich ohne Trophäe wieder nach Hause gehe, dann weiß ich nicht, wofür ich hierher gekommen bin. Da kann ich keinen anderen gebrauchen. Okay. Hat auf die falschen Leute gehört. Hast du keine Angst, dass dir jemand zuvorkommt? Was? Wer denn? Silvio! Hast du dir die traurigen Gestalten schon mal angeguckt, die er dabei hat? Silvio kann froh sein, wenn er hier wieder lebend rauskommt. Das stimmt allerdings. Wo ist Silvio jetzt? Die Paladine hier erzählten etwas von einem Drachen aus Eis im Westen. Er soll der gefährlichste und mächtigste von allen sein. Da hättest du mal Silvios glänzende Augen sehen sollen, als er das hörte. Jetzt darfst du raten, wo er hingegangen ist. Vollidiot. Eindeutig. Du scheinst ihn nicht zu mögen. Das heißt mögen. Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, ihn zu kennen. Silvio hat keine Freunde. Er braucht Leute, die ihm bedingungslos folgen. Das ist nichts für mich. Ich arbeite allein. Okay. Ja. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst. Kannst du mir helfen, meine Waffen zu verbessern? Verbessern? Kauf dir lieber etwas Neues und wirf den Ramsch weg, den du da mit dir herumschleppst. Ramsch? Vielleicht habe ich da etwas für dich. Interessiert? Was denn? Was kannst du mir verkaufen? Mann, bin ich runtergekommen. Jetzt verkaufe ich meine Waffen schon an einem Paladin. Ich hätte das anders. Noch schlechter. Na gut. Ärger kann ich nicht gebrauchen. Breitachs, ja gut. So schlecht sind die gar nicht. Ja, Speichermann, du. Was ist das denn schon wieder? So, hallo Jan. War eine riesen Schnapsidee, hierher zu kommen. Ich dachte, hier gibt's was zu holen. Aber hier ist nichts außer ein paar eingebildeten Paladinen und Orks. Ich bin ganz deiner Meinung. Das höre ich zum ersten Mal. Erstmal nehme ich deinen Geldbeutel ab. Ist das wirklich wahr? Wo kommst du her? Ich habe mich ein paar Männern aus den Bergen angeschlossen. Wir wollten ins Tal und bei der Drachenjagd richtig Gewinn machen. Ihr Anführer hieß Silvio. Junge, war das ein Arsch. Er hat mich behandelt, als wäre ich sein Eigentum. Man darf halt nicht alles glauben. Du hast die Drachen vergessen. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich sag dir mal was. Ich bin Schmied, kein Kämpfer. Ich stelle Waffen her. Das Kämpfen überlasse ich lieber anderen. Warum stehst du da nicht hinter dem Amboss? Die Paladine hier lassen mich nicht in die Schmiede. Ich darf hier nichts machen, sonst wandere ich direkt in den Kerker. Du gehörst doch auch zu dem Verein. Du könntest eigentlich mal ein gutes Wort für mich einlegen. Könnte ich. Was kriege ich, wenn ich dir helfe? Ich habe nichts. Ich könnte dir höchstens etwas beibringen. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Ja, machen wir mal. Wie willst du das denn erreichen? Parsival hat befohlen, uns im Auge zu behalten. Niemand wird wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Na doch, ich werde versuchen, was ich kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dich hört. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Ich habe da meine eigene. Was ist in der Burg alles passiert? Ach so. Nichts. Man weiß gar nicht, vor der Burg, mehr, wie man noch glauben soll. Ja, Eros.
Den nehme ich auch noch mit. Ist das wirklich wahr? Wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Ach du Scheiße. Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Ihr Paladiner habt versagt, wenn du mich fragst. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Okay. Ganz deiner Meinung. Weißt du noch mehr über den Krieg? Ich hab so einiges. Schon lange nicht mehr bei deinem König gewesen, was? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Ich glaube aber nicht daran. Das ist doch alles nur Gerede. Was machst du hier in der Burg? Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Okay. Ich glaube nicht, dass ich da was ändere. Was kriege ich, wenn ich dir ein gutes Schwert besorge? Ich kann dir leider nichts geben. Ich habe mein letztes Geld für das Schwert ausgegeben. Okay. Genauso wie du sagst. Na gut, dann werde ich das wohl so machen. Ja, dann, ich habe nämlich einen netten Freund gesehen. Der letzte Freund ist hier. Hallo, Anga. Wir wissen gar nicht, wie sehr sie sich versündigen. Na, erstmal nehme ich dein Geldbeutel. Ich hätte das anders gemacht. Kenne ich dich nicht? Du bist Kor Anga. Du warst Templer im Sumpflager. Nenn mich Anga. Meinen Titel habe ich abgelegt. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Seltsam. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit dir? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich versündigen. Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme. Ich bin tagelang umhergeirrt, bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin. Ich hab mir das schon gedacht. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Was ist mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen, sie wurden immer lauter. Und dann, als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ach, du Scheiße. Ich hab da meine Eier. Was willst du nun tun? Ich werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann. Ich habe etwas von Drachen gehört. Ja. Es wird auch erzählt, dass viele Krieger ins Minental gekommen sind, um sie zu jagen. Ich denke darüber nach, mich ihnen anzuschließen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde. Ich hätte das schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Okay, okay. Ich erzähl dir doch nichts. Vielleicht kann ich dir helfen, dein Amulett zu finden. Warum nicht? Hilfe kann nicht schaden. Das ist eine schlimme Sache. Das hat er wirklich nicht verdient. Wo willst du suchen? Ich werde in den Süden gehen, dort, wo ich als Letztes gewesen bin. Es gibt dort ein Höhlengrab, das von vielen Findlingen umgeben ist. Stonehenge. Jemand wird dafür büßen müssen. Was ist mit den Drachenjägern? Ich weiß langsam nicht mehr, ich werde später mit ihnen sprechen. Vielleicht können sie noch einen starken Arm gebrauchen. Ja. Ich hab so einen. Wann willst du gehen? Sobald ich mich wieder besser fühle. Ja gut, das ist ja ganz verständlich. Ich muss gehen. Pass auf deinen Rücken auf. Wirklich nicht verdient. Ja, ich passe auf meinen Rücken auf. Jo, sehr schön. Schön, wie das Spiel gespeichert. Kann man immer gebrauchen. So, Garond, mein Freund. Ich werde dir erstmal Bescheid sagen, dass es... dass ich Drachen jagen soll. Das Auge Endos ist wieder heile. Ich hätte auch Lord Hagen sagen, Bescheid geben. Es gibt ein Problem mit dem Schmied. Welcher Schmied? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Ist er wieder da? Dann kannst du ihm ausrichten,
Nein, ich meine Jan. Einer der Drachenjäger. Er ist Schmied. Das trifft sich ja gut. Unser ehemaliger Schmied hat sich einfach verdrückt, dieser Feigling. Ja. Jan wäre bereit, die Schmiede zu übernehmen. Verstehe. Du meinst also, ich kann ihm trauen? Ja. Wenn du dir so sicher bist, dann wirst du für ihn bürgen. Sollte er Ärger machen, wirst du dafür gerade stehen. Einverstanden? Das will doch keiner wissen. Ich bürge für Jan. Also gut. Er kann die Schmiede benutzen. Allerdings wird er dann auch meine Soldaten mit Klingen versorgen müssen. Na gut, und ich bin zurück. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Wo ist die Verstärkung? Es gibt keine. Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde. Und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst die Drachenjäger draußen im Hof? Die können uns helfen. Aber es sind einfach zu wenig. Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Ja, wegen der Drachen. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Auric kann dir mehr dazu sagen. Gut. Auric, ja, speichern. Speichern klingt gut. Ritter. Auric, so Parsival, warum hast du eigentlich Probleme? Ist irgendwas Wichtiges passiert? Ich mache mir Sorgen. Große Sorgen. Weswegen? Vor kurzem sind hier diese Männer aufgetaucht. Sie nennen sich selbst Drachenjäger. Ja. Für mich sind das alles nur Tagediebe und Verbrecher. Nö. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie allesamt aus der Burg jagen. Sollen sich die Orks um sie kümmern? Was? Bist du ein Arsch? Findest du nicht, dass du übertreibst? Ganz und gar nicht. In unserer Situation brauchen wir Männer, die mit leuchtendem Beispiel vorangehen. Krieger, die das Feuer Innos in den Herzen unserer Kämpfer wecken. Stattdessen zerstört dieser Abschaum die Moral meiner Krieger. Du solltest ihnen eine Chance geben. Die bekommen sie ja. Leider. Garond ist überzeugt davon, dass sie uns eine Hilfe sein können. Ja. Aber ich werde sie im Auge behalten. Wir haben genug Probleme mit den Orks. Wir können wirklich keinen weiteren Ärger gebrauchen. Jungs machen keine... Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Junge. Hey, du. Ich bin schon wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen. Nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Ich heiße dich in unserem Orden willkommen. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Ja. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Ich brauche mehr Informationen. Im Moment... Okay, der Sumpfdrache. Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hoshpak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Du bist der Einzige von uns, den wir hier entbehren können. Alle anderen Ritter werden hier gebraucht. Hoshpaks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Ich brauche noch Ausrüstung. Wir haben nicht mehr viel, was wir dir geben könnten. Ja. Also, ich kann dir Folgendes anbieten. Was denn? Elixier der Stärke, Ich nehme das Elixier der Stärke. Hier. Es wird sicherlich von Nutzen sein. Viel Glück. Danke. Gut. Ich werde Hoshpak töten.
Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hoshpak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Ja. Gut. Hoshpak. Ja, da hinten steht er. Wenn man hier durch das Fenster guckt, dann sieht man den. Also man sieht ihn nicht, aber man... Ne? Und man, da ist auch die Dings. Die Armbrust. So, meine lieben Freunde. Haben wir jetzt einiges gerissen. Ah ja, hallo Jan. Geh mal los, arbeiten. Hol deinen Hammer, du hast Arbeit. Du hast es geschafft. Wie hast du das denn angestellt? Ich musste für dich bürgen, also enttäusch mich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten kann. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Sehr schön. Kann der Junge jetzt arbeiten? Hey. Und uns Sachen geben. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Nichts, was besser wäre als deine Rüstung. Also sollten wir das lassen. Okay. Bring mir Schmieden bei. Was genau willst du schmieden? Ich habe so einiges gehört. Na, okay. Ende. Gut, Kor Anga ist schon unterwegs. Das ist schon mal gut. Ja, was heißt gut? Gut, meine lieben Freunde, dann sind wir jetzt in der Burg, haben soweit hier alles gemacht. Ja, irgendeiner von den Jungs muss ja irgendwie den Herdag bestohlen haben. Ich weiß nicht, ob wir das Angas haben. Peros Schwert, Diebstahl, genau. Er vermisst sein Er behauptet, es sei ein Drachenjäger gestohlen worden. Ja. Ihr seid lustig. Hey, du. Muss ja hier irgendjemand verdächtig sein. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Hast du Neuigkeiten? Die Drachenjäger sind angekommen. Ja. Sie wirken auf mich wie zähe Hunde. Und ich hoffe, das sind sie, denn sonst werden sie nicht lange überleben. Okay, gut. Ja, meine Freunde, wir sind jetzt... Ja, wir sind jetzt in der Burg, haben jetzt soweit alles Weitere hier mit den Jungs beredet. Und ich würde jetzt sagen, wir beenden das jetzt hier. Die Zeit ist dann auch schon um. Ja, lockig ist die schon um. Ja, also in der nächsten Folge werden wir mal gucken, dass wir dann... den Dings hier freimachen. Denn, ja. Wir müssen hier eben... Vielleicht machen wir auch die Burg mal ein bisschen frei. Da könnten wir Biff gut mitnehmen. Aber das machen wir anders. Da gehen wir dann, andersrum. Also wir würden dann uns zum Pass zurück teleportieren, Biff mitnehmen und dann würden wir uns ein bisschen aufräumen hier. Wenn wir das hinkriegen. Würden wir wahrscheinlich auch mit Hoshpak dann weitermachen, den guten Biff. Und ja, ich hoffe, es hat mir gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne noch eine Bewertung da. Würde mich sehr darüber freuen. Jetzt, meine Freunde, könnt ihr euch gerne noch die letzte Folge hier über mir von Age of Empires euch ansehen. Und natürlich hier links von mir die Playlist vom Milizsoldaten Paladin, falls ihr da noch was nachgucken möchtet. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Gothic 2, die Nacht des Raben. Und bis dahin sagt ihr erstmal Tschüdle, haut rein, ich bin euer Herz und bis dann.